Damit hallo und willkommen hier zu einer neuen Runde GTA 5 Story. Und wir sind hier in meiner Lieblingsmission schon. Ich hoffe, der Anfang hat euch unsere Missionsziele sind. Wir müssen es in unter 10 Minuten schaffen und am Computer alle Plugins, ja, so schnell in unter, ich glaube in 30 Sekunden wegklicken. Hoffentlich schaffen wir das. Und ja, wie gesagt, das ist eine der besten Missionen, die es gibt. Und lass uns hier mal gleich starten, ja. Der Programmierer weist uns einen Computer zu und los geht's. Gut, wir sind jetzt hier im Live Invader und müssen die Pop-Ups innerhalb von 32 Sekunden schließen. Ach, das schaffen wir nie im Leben. Das ist so ein Dreck. Und komm. Ja, super. Computerscan. Ich weiß nicht, ob das jetzt 32 Sekunden waren, aber es ging verdammt schnell und... Enter. Also, sorry. Jetzt... Ach komm schon, jetzt Enter. Blablabla. Gut, er hat mir nur irgendwelche Blödsinn erklärt und jetzt hat er sich auf meinen Platz gesetzt. Keine Ahnung warum. Wir müssen den Prototypen so präparieren. Oder wir gehen jetzt mal den Prototypen präparieren. Mein Präparieren ist in dem Fall nur den Akku rausnehmen und einen anderen reingeben. Und ja, die Tasche lässt er einfach liegen. Und wir müssen den Live Invader verlassen. Hoffentlich haben wir die Mission jetzt unter 5 Minuten. Sorry, 8 Minuten 30, okay. Ich glaube, das haben wir dann schon geschafft. Aber wir müssen auch noch nach Hause fahren. Und ja. Aber leider, ich meine, wie gesagt, die Mission ist eine meiner Lieblingsmissionen. Und deswegen schade, dass man den Live Invader hier einfach nach einer Mission abgestempelt hat. Er ist ein hippes, cooles, großes Ding. Aber wie gesagt, wenn das Hacker DLC, wir haben kein Auto mehr, wenn das Hacker DLC wirklich kommen würde, dann wäre das natürlich mega. Gut, sorry. Ich meine, er ist für mich auf das Auto gelaufen. Und jetzt nämlich nochmal interessant. Komm rein. Wir haben Zeitdruck. Boah, das Auto ist cool. Rein und schnell die PK ansehen. Jetzt kann man mal eine Diskussion mit Tracy, weil sie lieber Fame of irgendwas schauen will. Was mir verdächtig nach irgendeiner Talentshow aussieht. Und das kippen wir. Gut, wir müssen umschalten. Hier haben wir Jane Norris bei der Live Invader Pressekonferenz. Er redet nur, ja. Es ist halt eine Präsentation von einem neuen Handy. Es ist halt ähnlich wie bei Apple oder auch bei Samsung. Ich weiß nicht, stellt Samsung Handys vor? Ich denke schon. Das ist halt ähnlich so. Und er macht es halt Open Air. Er ist der Founder und der CEO. Also ihm gehört das ganze Ding. Aber natürlich nicht mehr lange. Also ich meine, was soll ich sagen, nicht mehr lange, aber...
die Zukunft andocken. Okay, ja, lassen wir ihn dann mal andocken. Bam. Moment. Ich glaube, es klingelt. Und bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist tot. Und ja, nicht mehr CEO. Signal lost. Klar, das wird jetzt nicht mehr weiter gezeigt. Ich meine, wir sollten uns nicht drüber freuen. Ist gerade wer gestorben? Aber. Bestanden. Mit 50%. Okay, wir haben 10 Minuten gebraucht. Gut, ich weiß nicht, wo wir die 10 Minuten... Ja. Egal. Wir wechseln Lester. Okay, wir rufen Lester. Ja, okay. Er bringt uns keine neue Mission, deswegen nehmen wir mal Franklin, mit dem wir jetzt, glaube ich... Keine Ahnung, was machen müssen. Ich kenne die Mission auch nicht auswendig. Aber auf jeden Fall fahren wir da jetzt mal hin. Wir werden hier nochmal zum Lebens... Wir werden hier jetzt mal ganz unerwartet... Wo ist das? Also, wir werden hier ganz unerwartet zum Lebensretter. Oh, ich glaube, das war der falsche. Doch, das ist er, das ist er. So, wir geben es natürlich der Frau zurück, oder, na, no, scheiß drauf, wir behalten uns die 500, oder wie viel haben wir jetzt, wie geht das, herunter, oder, also, 3000, nein, wir geben sie natürlich zurück, wir sind Ehrenbürger, und bringen ja das Geld, ihm, okay, ihm das Geld zurück. Er ist aus dem Haus gebaut. Ja, $50 hat er uns immerhin gegeben. Und sollte sowas wie einen Ruf in GTA geben, haben wir den auf jeden Fall von uns aufgebessert. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Ruf gibt es nicht, aber jeden Tag eine gute Tat. Franklin baut jetzt. Braucht heute keine mehr. Später haben wir es. Ja, immerhin. Eine gute Tat vor uns. Und jetzt machen wir aber einen kurzen Sprung gleich zur Mission. Gut, wir sind jetzt in Mission Shop. In der Mission Shop. Ja, er versteckt sich vor seiner Tante, Cousine. Oder wenn ihr wisst, zu welcher, ja, in welcher Beziehung die beiden stehen, könnt ihr es ja mal ruhig in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch mal, ihr könnt abonnieren, wäre sehr schön. Ich meine, ich will mich hier jetzt nicht beklagen, aber die Videos sind sehr viel Arbeit und ihr würdet es mir zeigen, wenn ihr ein Abo hier lassen würdet. Wir spazieren jetzt in unser Haus. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mir verraten würdet, wer die beiden oder wer zu welcher Position, welcher, ja, wir halt stehen, wäre das mega cool. Ich weiß es nämlich nicht und es steht hier. Ich bin eigentlich zu voll, mir das durchzulesen. Und ja, die Mission Shop bedeutet, wir müssen es schaffen, keinen Kratzer in Lamas Wagen zu bringen. Wir müssen einmal die Spezialfähigkeit einsetzen und für 7 Sekunden Shop sein. Sollte eigentlich machbar sein. Ich meine, für 7 Sekunden Shop, wir müssen ja, ich glaube, den Gegner auch fangen mit, also, das ist nicht auf jeden Fall schaffbar. Oh, sorry. Der liebe Wagen ist schon legit, wirklich. Was? Und nichts drin. So, wir sind jetzt am
Winewood Boulevard angekommen. Ohne Kratzer. Aber ich denke auch mal wieder, ja, der Biker. Wir probieren ihn hier so in Hinterhalt zu locken. Ist eine Party oder eine? Okay, jetzt wird's zu ja. So, wir dürfen jetzt keinen Schaden machen, aber trotzdem müssen wir dranbleiben. Das wird jetzt ziemlich knifflig. Oh mein Gott. Ja, wie die einfach umlenken. Das ist ein Wahnsinn. Na, ich versteh's nicht. Sie wissen. Komm schon vor. Komm. Ja. Gut, gut, gut. Keiner durch. Ich meine, wir sind jetzt nicht voll am Gas. Weil wir sonst. Wir wollen ja mal die 100% bekommen und die Mission trotzdem schaffen. Ich meine, die Mission, glaube ich, schafft man eigentlich immer. Aber trotzdem. Ne, nochmal lenken. Komm, komm, komm. Okay, nochmal. Er ist voll langsam mit seinem Motorrad. Das ist mein. Wie das, dass er auf zwei Rädern ist und wie auf vier. Und so ein riesen, ja, Lastwagen. So, ich meine, Van. Ja, es ist Transport. Lass uns nicht diskutieren, okay? Ich meine, wie gesagt. Hier können wir jetzt mal nichts skippen, weil es ja eine Mission ist. Oh mein Gott, fuck. Ich will keinen Fronny hier niederfahren. Männer sind okay, aber Frauen, ich meine. Wenn ich Shop nicht holen hätte müssen, hätten wir es locker geschafft, ihn vorher zu bekommen. Ich könnte einfach auf ihn schießen, aber das ist nicht erlaubt. Ich weiß es, weil ich habe schon in der Vergangenheit öfter probiert. Lass mal da vorbeikommen. X zum Klettern, okay. Da sind schon mal die Parallelen zur Xbox und PS4. Oder auch PS3. So, die müssen wir durchbrechen für Shop. So, weiter, komm, komm, komm. Komm, Shop, mein Freund. Durch, 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 durch. Hier drüben. Wow, der Hund ist gelenkt. Super. Der Hund ist ein Wahnsinn. Kacke. Macht das jetzt schon 7 Sekunden? Okay. Egal, wir müssen jetzt mal wechseln. Benutze hier. Gut, ist er hier drin? Ich glaube nicht, weil im ersten sind sie eigentlich nie drin. Das hat GTA schon so gemacht, dass sie vermutlich dann eh im letzten sind. Oder hier. Ja, hier könnte drin sein, weil es eigentlich ja keine gelben Punkte mehr gibt. Aber Shop hat da schon wieder eine andere Fährte. Aber jetzt fangen wir dann mal mit dem hinteren an. Wie benutzt man die Spezialfähigkeit? Ah, ich glaube, die geht ja nur im Ort, oder? Gut, es ist, glaube ich, der hintere Waggon, oder? Also, ich hab. Nein, wir dürfen. Also, ja. Shop? Kann ich denen helfen? Nein, nicht Shop. Nein, komm schon. Shop, komm schon.
Komm schon, Job. Komm schon. Job, komm. Das ist so lächerlich, ich meine. Das ist nicht der Kerl. Job ist doch ein... Das ist ein zweiter Junge. Okay, ich weiß nicht, wie man den... Wie pfeift man den Hund so? So, okay. So, jetzt. Wir nehmen den letzten Waggon, weil ich weiß, hier... Denk mal, hier ist er drin. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich denk mal, hier ist er drin, weil es... Ja, blöd wäre. Hier ist er nicht drin. Okay. Dann ist er hier drin. Nicht immer im Letzten. Wie man so schön sagt. Ja, auch nicht. Verdammt. Was? Wo? Okay, das geht nur von... Okay, dann ist er hier drin. Hier ist er drin. Der Hund rastet aus. Die Seite war aber vorhin so, ihr habt das gesehen. Ich meine, da gibt es einen kleinen Story-Fehler. Komm schon, Job. Wow, Blutrausch. Und wir wechseln jetzt mal auf Michael. Ah, Franklin, sorry. Gut. Wir haben ihn gefesselt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lassen wir es einfach durchrennen. So, wir haben es geschafft und fahren jetzt mal zurück. Oh, fuck, fuck, fuck. Wow, so schnell. Und fahren jetzt mal zurück. Wir sind da, aber was müssen wir nun tun? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir sind doch da. Okay, wir sind da. Er entkommt. Oder haben wir ihn einfach freigelassen? Ich denke mal, wir haben ihn freigelassen, weil wir ja nur sein Handy brauchten. Und ich denke, wir können uns das zweite Mal die 100% abholen. Wie klasse ist das denn? Können wir da voran? Ja. Und wir haben es. Ja, er bedankt sich nur noch. Okay, wie gesagt, also, ich meine, gut. Gehört der Van jetzt mir? Ich war mir zu 90% sicher, dass es 100% gibt. Und ja, ich weiß nicht, die Folge dauert jetzt schon 25 Minuten. Aber schauen wir mal, was die nächste Mission gibt. Also, okay, dafür müssen wir aber zu Frank, Michael, ach, ich bin schon ganz durcheinander. Michael, und ich weiß, die Mission dauert etwas länger, deswegen kommen wir jetzt zum Schluss. Falls euch die Episode gefallen hat, wie gesagt, würden wir uns sehr über ein Abo freuen, weil mein Bruder und ich investieren wirklich sehr viel Zeit in diese Videos und deswegen würden wir uns sehr über ein Like freuen und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr auch nichts mehr verpassen. Falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns dann trotzdem über ein Like und ein Abo freuen. Ja, Abo haben wir schon gesagt, aber... Und ihr könnt uns natürlich auch besuchen und da auch folgen auf Instagram, Facebook, Twitter. Und ja, Snapchat noch nicht, das haben wir leider noch nicht. Aber kommt bald. Bis die Tage, bis zum nächsten Mal.